Alle 2 Minuten wird in Deutschland ein Fahrrad geklaut. Aber wo und wann am häufigsten? Nummer 1. Jahreszeit. Die meisten Räder werden im April, Mai und Juni gestohlen. Nummer 2. Diebstahlort. Da, wo viele Fahrräder stehen, fällt es am wenigsten auf. Also Vorsicht an Schwimmbädern, Einkaufszentren und Bahnhöfen. Auch in Kellern wird häufig geklaut. Also besser das Fahrrad nicht nur abschließen, sondern anschließen. Nummer 4. Uhrzeit. Oft wird zwischen Vormittag und Nachmittag gestohlen, da Pendler dort ihr Fahrrad nicht beaufsichtigen können, besonders an Bahnhöfen. Fahrräder gehören aber Gott sei Dank zum beweglichen Hausrad und sind daher in der Hausratversicherung mit abgedeckt. Allerdings solltet ihr in der Versicherung auch darauf achten, ob das Fahrrad nur in versicherten Räumen oder auch unterwegs abgesichert ist. Im Kompakt- und im Komfortschutz ist bei uns das Fahrrad auch unterwegs sicher. Also passt jetzt im Mai besonders gut auf eure Fahrräder auf.